dafür gesorgt, dass dieses Turnier weit über Deutschlands Grenzen hinausgehen konnte. Wir freuen uns, dass wir jetzt die Siege vornehmen dürfen. Und meine Damen und Herren, zuerst wollen wir uns einmal bei unseren Schiedsrichtern bedanken, bei Marco Fritz, Robert Templer und Martin Pedersen. Sie haben heute hier einen Doppelshop gemacht. Unsere Kollegen von Andreas Lenz, natürlich ein Geschenk. Es sind über viele Schiedsrichter gesprochen und geschrieben. Ich glaube, diese drei haben gezeigt, dass wir sie gebrauchen. Und dafür, wenn er euch drei ein herzliches Dankeschön und ein Applaus ist euch sicher. Ich rufe jetzt Uwe Bartmann von der Siemens, Partner hier beim ADCAP. Und wir rufen den besten Torhüter. Er hat gehalten, was das Zeug hielt. Zum Schluss hat es nicht ganz gereicht. Es ist Daniel Haas von der DSG Hasenbrunn Hoffmann. Daniel! Daniel, alles Gute! Auf der zweiten Reise, zwar geht es an den besten Torschützen. Und das ist der Mann, Norige Musona. Da ist er, ich glaube, meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, er hat gezaubert, er hat nicht nur viel Tore geschossen, sondern er hat auch sehr, sehr schöne Tore geschossen. Glückwunsch und der verdiente Applaus. Der beste Feldspieler, da rufen wir einen Mann, der uns heute hier bezaubert hat. Er hat geschossen, was das Zeug hielt. Tolle Tore. Und ich sage nur, Alexander Iachvili! Alexander, wir wünschen dir natürlich, dass die schönen Tore heute hier bei uns. Viele Tore für den KSC im Handicap in der Liga. Wir wünschen dir alles Gute und deiner Mannschaft auch Dinge rein, damit die Vielfalt wieder gesund ist. Platz 3, meine Damen und Herren, da freuen wir uns. Und Marschalk und Daniel Hopp haben gefragt, was passiert, wer kommt nicht und dann kam. Eine Idee und sie wurde geboren und wir haben uns gefreut. Felix Magath kam mit Pierre Dugasti als Co-Trainer mit dem VfL Wolfsburg und sie erreichen Platz 3. Und Stefan Rindinger und Rotmutter, so nachdenklich, wird jetzt den Fetten den Pokal überreichen. Meine Damen und Herren, es ist Tradition, dass die SAP hier bei uns in der Halle Daniel Hansblatt und der Urswald Vorstand der SAP beobachtet dieses Turnier immer mit Argusaugen und freut sich. Er ist aber auf vielen, vielen Sportplätzen, nicht nur in Hoffenheim, zu Hause, überall ein gern gesehener Gast, weil er immer ein offenes Ohr auch für Jugendspieler hat. Und darum wird er jetzt den Pokal überreichen an Platz 2. Und das ist die TSG 1899 Hoffenheim, Kevin Koppel. Meine Damen und Herren, Sie hatten das Turnier charmant eröffnet. Halle 13, eine beste Größe. Bei mir steht Mani Eichhorn. Sie ist die Geschäftsführerin und sie wird den Pokal überreichen. Und den gewinnt in diesem Jahr ein Verein, den wir als Baden den Daumen drücken, damit es aufwärts geht. Den Trainer und den Mitarbeiter, wir kennen sie alle. Man kennt sich, man fühlt mit.
Gratulation an den KSC. Und jetzt, Freunde, kommt zu uns mit eurem Maskottchen, den dort vorne auf das Scheiben. Denn jetzt, der Applaus gehört dem KSC. Herr Andersen und natürlich auch seinen Mitstreitern von Team. Meine lieben Fußballfreunde, im Namen von Daniel Hopp und Marschall, und der ganzen Turnierleitung darf ich mich bei Ihnen, bei euch bedanken. Es war wieder ein wunderschöner Abend hier in der Allianz Arena beim Hader Kreisverkehr. Alles Gute und Tschüss!